mit dem Maulwurf um die Welt. Hat der Tiger Streifen oder Punkte? Er lebt in Asien und ist ziemlich schnell, hat schwarze Streifen auf orangenem Fell. Der Tiger kommt auf Samtgleisen patzen und gehört zur Familie der Katzen. Siehst du den Maulwurf hier? Er ist beim Tiger. Wie viel Höcker hat ein Trampeltier? Eins, zwei auf dem Rücken. Ein Trampeltier sagt: Komm mit und nimm Platz. Unser Maulwurf springt auf mit einem Satz. Erkundet Pfade, auch unwegsame. So zu reisen nennt man Karawane. Welche Tiere leben in Nordamerika? Vom Felsen hoch oben winken Bären und auch der Hirsch lässt von sich hören. Der Adler zieht in der Luft seine Kreise. Durch Nordamerika geht jetzt die Reise. Wie viele Adler haben wir da? Eins, zwei, zwei Bären auch. Was machen Papageien gerne? Der Maulwurf schwingt sich nach Südamerika. Bunte Tiere und Pflanzen gibt es da. Die Papageien freuen sich schon sehr, zwitschern, schwatzen und plappern immer mehr. Oh, siehst du den Maulwurf da unten? Oh, er hat Blumen in der Hand. Welche Farbe hat ein Krokodil? Wie viele Krokodils haben wir da? Eins, zwei. In Afrika wohnt das Nilkrokodil, im längsten Fluss der Erde, dem Nil. Der Maulwurf guckt lieber aus der Ferne. Vielleicht frisst es Maulwürfe ganz gerne. Oh nein! Welches der Tiere gefällt dir am besten? Hier haben wir Giraffen, Zebras, Elefanten, Adler, ganz viele Tiere, sogar einen Löwe und ein Nilpferd. Dann gucken wir mal nach Südafrika. So manch tolle Tiere gibt es auch da. Zebra, Löwe, Giraffe, Elefant. Findet der Maulwurf sehr interessant. Kennst du den Nordpol? Seht ihr den Maulwurf? Schaut, wie er bibbert. In der Arktis wird ganz schön gezittert. Die Welt zeigt sich von der kalten Seite und mit weißer schneebedeckter Weite. Wie sieht das Fell vom Eisbären aus? So schön weiß und manchmal spiegelt es sich auch ein bisschen gelb. Familie Eisbär winkt aus der Ferne und schmiert mit dem Maulwurf sehr, sehr gerne. Die Wellen glucksen und plätschern leise, erzählen fröhlich von ihrer Reise. Was haben Känguru-Mamas vorne an ihrem Bauch? Da haben die eigentlich kleine Baby-Kängurus. Aber der Maulwurf sitzt da drin. Oh. Dem Maulwurf wird es langsam bitterkalt und macht nun erstmal in Australien Halt. Ein Känguru hüpft und fragt: Willst du auch? Und ab geht's in den Känguru-Bauch. Wohin möchtest du am liebsten einmal verreisen? Jetzt geht es aber wieder flugs nach Hause. Hört ihr auch schon das Flugzeuggebrause? Mit Reiseerinnerung im Gepäck saust der Maulwurf über die Wolken hinweg.